Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi Star, das wir sind im letzten Level haben. 66 Münzen, leider habe ich keine 6 Leben, dann hätte das sehr, sehr gut gepasst, denn wir müssen ja anscheinend bald gegen Dark Luigi kämpfen. So hieß ja das letzte Level, hatte ich mittlerweile wieder vergessen, wer hier der Bösewicht ist, aber das ist auch egal. Das Thema hatten wir ja schon, ne? Irgendeiner muss gerettet werden, im Endeffekt ist es ja scheißegal, wer. Es ist auch scheißegal, wer der Feind ist. Solange man einen Feind hat. Und wenn es eben keinen Krieg gibt, fangen wir eben einen an. Würden jetzt die Leute von Frontschweine sagen. Und da ist es tatsächlich, Mensch. Da haben wir doch aber ein feines Finale. Oh. Er ist fett und irgendwie schwebt er auch ein Stück. Okay, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Die Betäubung ist lang. 10, okay. Das war der dämlichste und langweiligste Bosskampf überhaupt. Ich wollte gerade sagen. Habe ich mich in Dings verwandelt in Mario? Hooray, danke dir, Luigi. Du hast es geschafft, den dunklen Luigi zu penetrieren. Er ist einfach 500 mal größer als ich. Achso, er existiert gar nicht. Das ist einfach nur eine Tapete. Oh nein! Mario wurde in eine Tapete verwandelt, wie Han Solo damals. Den konnte man wenigstens essen, oder? War das nicht Speiseeis oder so? Ach, guck mal. Mensch, Leute. Das ist jetzt aber doof. Das ist so unspektakulär, wie ich die Folgen gemacht habe. Das Ding ist, dass ich sowohl die erste als auch die zweite ein bisschen länger gemacht habe. Wenn ich da nicht überzogen hätte, dann hätte ich jetzt ein perfektes Ende gehabt, glaube ich. Aber okay. Ja. Ladies and Gentlemen, Luigi's Stardust. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Auch wenn es gleichzeitig irgendwie jetzt das beliebteste von den dreien waren. Irgendwie ein bisschen doof, ne? Aber ja, es ist so. Grundlegend habe ich alles Wichtige gesagt. Es gab Höhen und Tiefen. Es gab sehr, sehr uninspirierendes Level-Design, sehr, sehr viele Allahu-Akbar-Stellen, die man einfach nicht antizipieren konnte. Der letzte Bosskampf war für den Arsch, die Schlösser waren meist sehr, sehr unfair. Die Thematiken, naja, wir hatten klischeehaftiges, teilweise interessantes, ne, Kanalisation und so, aber das wurde halt durchs Level-Design sehr, sehr behindert gemacht. Da hat jemand bei ASMR das R vergessen. Ja, so viele traurige Leute saßen an diesem Werk und nichts ist bei rumgekommen. Ihr wisst ja, wie es ist. Viele Köche verderben den Brei. Versauen den Brei, würde ich sagen, ja. Viele Polizisten würden den Brei auch versauen, weil sie auch einfach ihre getragene Maske wahrscheinlich reinwerfen würden. Wie auch immer ich jetzt darauf komme. Ja, ich krieg irgendwie das Bild nicht aus meinem Kopf. Wie der Polizist einfach, ich hab's ja gesehen, ja. Wie er sich schön so mit seiner Maske die Schweißperlen abgerieben hat, die im Sonnenlicht geglitzert haben. Und dann hat er sich einfach die Maske wieder aufgesetzt. Gut, man muss fairerweise sagen, es kann auch sein, dass er... Okay. Netter Sound. Es kann auch sein, dass er nicht die Innenseite, sondern die Außenseite verwendet hat, aber trotzdem. So, das war's. 65... Waren doch alle, glaube ich, ne? Wir haben kein Dingsi-Bumsi übersehen. Liegt aber auch daran, dass es, glaube ich, keine Secret Exits gab. Also wir können ja hier nochmal so ein bisschen rumlaufen, während ich fazitierisiere. Ja, wir haben gedichtet, wir haben gefreudet, gefriemelt und gefroren. Tatsächlich, weil es ja hier eine Eisabteilung gab. Der Weihnachtsmann hat seine Rentiere windelweich geschlagen, weil sie Heiligabend nicht so gut dabei waren. Kleopatra hat wieder mal mit Cäsar geschlafen, weil wir ja hier eine Wüstenabteilung hatten und so weiter, ne? Ihr versteht den Gag. Also ich dachte, ich sag's dich jetzt selber nochmal, weil das ist schon ewig her. Also das ist jetzt, wie gesagt, Part 42, 43 oder so. Holy shit, Leute. Fast zwei... Wobei, nein, Quatsch. Eineinhalb Monate, nicht zwei. Wobei, doch. Fing Luigi Stardust nicht Ende Januar an, dann sind's... Was habe ich gesagt? Zweieinhalb Jahre, irgendwie sowas. Also, ja, das sind ja trotzdem 42, 43 Tage, also... Ist ja egal, wann es angefangen hat.
Ich glaube, Bullshit ignoriert mich einfach. Ja, hier, schaut euch lieber, anstatt mir zuzuhören, die wundervolle, langweilige Weltkarte an. Ich meine, man muss fairerweise sagen, man dürfte Luigi spielen. Es gab oft andere Musik, generell eine eigene Weltkarte und so. Ist ja alles toll, nicht falsch verstehen. Die Hacks machen natürlich immer Spaß. Es ist immer wieder schön, neuen Content haben zu können, dürfen zu können, tun. Ja, es ist schön, dass Leute immer noch sowas machen, nach so vielen Jahren. Das Ganze gibt es ja schon seit 2003 oder so, aber ihr wisst, wie ich das meine. Man kann ja trotzdem kritisieren und so weiter. Man kann ja das auch einfach mal das eine oder andere an den Pranger stellen oder den Pranger an sich stellen oder mit dem Pranger andere Leute prangern. Oh, guck mal. Moment, warte. Ist das neu? Pirate Ship. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Das ist... Das passt so gut. Das ist es doch, oder? Ja, da. Ich drehe jetzt richtig auf. Ich wünschte, ich könnte Russisch, zumindest für den Moment. Ich weiß nicht, Leute, ist es ein richtiges Level gewesen? Ich hab da sowas im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte ein richtiges Level gewesen sein, aber das weiß ich. Ich könnte ja trotzdem nur mal Speedrun hier machen. Durchs Level. Bam, da nehme ich mir das Sprungbrett und splieg in die Dünen und da werde ich abgeballert. Achso, ja klar, logisch. Bam, 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 aber es ist irgendwie, weiß nicht, ist das das Original, der Originalmix? Weil, weiß nicht, komme ich hier manchmal so ein bisschen hier nicht mit dem Lied mit. Das Lied will nicht mit mir gehen. Ach, scheiße. Ja, das hatten wir wahrscheinlich schon. Naja, gut. Extra Content. Ah ja, guck mal. Oh, ja, jetzt habe ich tatsächlich... Wenn ich jetzt das Fazit gemacht hätte, ja, dann hätte das... Nein. Dann hätte das natürlich perfekt in die 10 Minuten geschafft. Ja, das... Da hatte ich mich doch beschwert, oder? So von wegen, ja, die werfen zu schnell und so. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein! So, ja. Das war bestimmt schon ein Level, was wir gemacht haben. Aber es passt so gut, Mann. Es passt so gut. Ach, Fluch der Karibik ist schon geil, ne? Wobei ich den... War der... Naja, scheiße. Es hätte ja auch sein können, dass das Schiff vorher nicht da war. War der letzte Teil das mit dem Jungenbrunnen oder so? Hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Also die ersten drei waren super. Es gab, glaube ich, vier, ne? Das Ding ist ja, die arbeiten wohl an einem Reboot. Und der alte Jack darf aber nicht Jack Sparrow spielen. Weil ihm seit einigen Jahren häusliche Gewalt an der eigenen Frau vorgeworfen wird. Das ist ganz konfus. Ich habe das auch nur durch Zufall gehört. Und es gibt sehr, sehr viele Widersprüche. Und das Vibe sagt auch nicht unbedingt die Wahrheit. Also von daher... Also ich will mich jetzt nicht auf eine Seite schlagen. Das Ding ist, ich habe auch gehört, dass... Also
von anderen Leuten, ihr wisst ja, wie das läuft bei uns, dass Jack Sparrow ein pädophiler Satanist ist. Ja, also, da kann man dann wählen. Okay, ist er einfach nur gewalttätig oder ist er ein satanistischer Pedo? Also, das Ding ist, ich finde ihn super sympathisch. Ich habe nicht viel mit Filmen am Hut und mit Schauspielern, aber die ich kenne, die zwei, drei, mit denen bin ich zufrieden. Ich muss sagen, ich finde ihn geil. Also, er ist ein super geiler Schauspieler. Der Johnny Depp, er wirkt super sympathisch. Also, ich will ihm auch nichts Böses. Ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Ich hoffe, dass gar nichts von dem, was vermutet wird, wahr ist. Von daher. Also, da gibt es halt auch diese Theorie, dass er. Er ist ja wirklich verdammt gut in dem, was er macht, ja, in den Rollen. Und es gibt halt die Theorie, dass viele Schauspieler MK-Ultra-Opfer sind. Also MK-Ultra ist ein altes, was war das, amerikanisch-russisches Projekt, wo man Leute in ihren frühen Kindjahren bewusst misshandelt, damit sie eine Persönlichkeitsspaltung hervorrufen und quasi dass der Johnny Depp, den wir, wenn wir ihn Jack Sparrow spielen sehen, dann ist er quasi wirklich Jack Sparrow. Also diese Manipulation kann so weit gehen, dass die Leute nicht wirklich schauspielen, sondern sie sind dann. Er ist Jack Sparrow. Er tut nicht so, er denkt, er wäre Jack Sparrow. Ja, so solche Geschichten gibt's halt noch. Ja, sorry, ich wollte jetzt nicht, dass das so eskaliert, aber ja. Pirates of the Caribbean, das Lied. Ist eine Synchronizität, würde ich sagen, dass ich das jetzt hier in diesem Spiel nochmal erleben dürfte, wo ich es doch vorhin gehört habe. Aber klar, man könnte auch theoretisch sagen, dass ich es hier zuerst erlebt habe und dann später nochmal gehört habe, aber meine Erinnerungen waren jetzt so schwammig, dass ich mich nicht mehr so gut daran erinnern konnte. Von daher, aber egal, ich laber Müll, ich laber zu viel im Allgemeinen. Ich würde mal sagen, hier kommt nochmal mein Standard-Let's Play-Gelaber. Falls es euch gefallen hat, zieht doch bitte, falls ihr es noch nicht gemacht habt, in Erwägung, mir ein Abo dazulassen, die Likies, die Kommis dazulassen und die Videos an eure Freunde, Verwandten, Bekannten und Feinden zu schicken. Und zieht vielleicht in Erwägung, mir monatlich einen Euro oder ein paar mehr dazulassen, denn fernab von meinen Let's Plays, die ich 24/7 tätige, habe ich nur einen kleinen Zeitungsstopp, der mir durchschnittlich 350 Euro bringt. Und von diesen 350 Euro gehen 200, waren das 201 oder 204, an die Krankenversicherung, die jährlich um ein paar Euronen steigt. Das heißt, in einigen Jahren verteile ich die Zeitung quasi für lau. Und ich hatte es ja an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt. Es sieht ganz, ganz rosig aus. Es sieht so aus, jetzt könnte ich im Mai vielleicht nochmal eine Extra-Tour kriegen und dann würde ich nochmal 300, 400 Euro dazu verdienen. Also das ist gut. Und meine Mutter übernimmt ja vielleicht bald das Hotel. Da würden wir das dann auch, da könnte ich dann natürlich einfach krankenversichert sein. Momentan muss ich mich ja selbst versichern. Deswegen ist die ja, schätze ich, deswegen ist sie so hoch und steigt. Und ja, wenn ich dann da im Hotel arbeiten könnte, dann müsste man die 200 Euro halt nicht zahlen. Dann naja, ich hab's euch ja erzählt. Also es ist nicht wirklich so, dass ich, wenn das Hotel meiner Mutter gehört und ich da arbeiten gehe, dann ist es nicht wirklich so, dass ich Geld haben will. Aber ja, das wäre ja dann Schwarzarbeit. Also man muss dann schon auf dem Papier zu stehen haben, dass man irgendwie, was weiß ich, 450 Euro verdient oder so. Und dadurch ist man dann ja auch krankenversichert. Ja, also es sieht ganz gut aus, aber es ist noch nicht alles in Stein gemeißelt. Es kann sein, dass ich die Tour nicht kriege und dass meine Mutter das Hotel doch nicht übernimmt. Also die fechten da gerade so ein bisschen die Verträge aus. Also es gibt ja mehrere Parteien, die das Hotel haben wollen, beziehungsweise die das Haus auch haben wollen. Also da ist der Pächter, heißt der, glaube ich, der Typ, der dem das Hotel gehört und so. Da läuft viel im Hintergrund ab und es ist noch nicht in Stein gemeißelt, von daher, es kann natürlich alles schief gehen und dementsprechend ja, es ist immer gut, wenn man eine Alternative hat und ich mache das Ganze hier seit fast neuneinhalb Jahren. Ist ein Herzensprojekt, ich brauch's auch, ne? Ist eine Therapie, ist ein Herzensprojekt, es ist, ich sehe es als meine Aufgabe an, euch auch weiter unterhalten, ja, ich möchte euch unterhalten, ich möchte euch
politikmäßig auf dem Laufenden halten, was das angeht, bitte nicht nur für Politik, sondern auch für Let's Play Behind the Scenes und alltäglichen Gulasch. Ich habe heute Morgen beispielsweise so ein paar Sachen zu Genshin gepostet, zu Mona. Habe ich ein bisschen über Mona geredet. Da einfach mir auf Telegram folgen, wenn ihr vor allen anderen wissen wollt, was ich so mache, was ich so treibe. Wenn ihr auch einfach ein paar Sprachnachrichten im Laufe des Tages von mir haben wollt, wo ich über Gott und die Welt rede und so weiter, ne? Also unterstützt mich da bitte, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und fernab von dem sehen wir uns, wenn ihr denn wollt, in einem anderen Hack wieder. Ach so, ja, was gebe ich dem Hack letzten Endes? Tja, ist natürlich schwierig, wenn du das so lange spielst. Das hat natürlich auch dann einen gewissen... Es kann eine gewisse positive oder eine gewisse Negativwirkung auf einen haben, ja. Gedanklich verändert sich dann natürlich viel, wenn du das so lange spielst. Ins Positive oder ins Negative. Ich muss sagen, dass das hier eher positiv ist. Also es gab hier sehr, sehr viele Stellen, die mich abgefuckt haben. Und wenn ich das Ganze am Stück gespielt hätte, also wenn ich das in 5 Tagen durchgeboxt hätte, statt in, keine Ahnung, 3 Wochen oder so, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich sichtlich angepisster. Aber ja, ich versuche das natürlich so objektiv wie möglich zu machen und würde dem Hack... Weil man muss ja auch bedenken, er war sehr, sehr lang und so weiter. Längere Hacks dürfen sich dann natürlich ein bisschen mehr erlauben, aber... Ich muss nochmal gucken, ich weiß nicht, welcher Schwierigkeitsgrad das war. Okay, es war hart, nicht normal, das ist schon mal gut, aber es war wieder, und ich habe es ja schon oft genug gesagt, ich glaube auch schon in den ersten Folgen, es war wieder hart im Sinne von, die Level waren einfach zu lang. Stellenweise ziemlich asozial, komische Pflanzen, die einfach 3 Meter ballern können. Und komische Knuffelwuffels, diese pelzigen Dinger, die da ballern können und so. Also es war teilweise richtig asozial konzipiert, so dass du es nicht mit einem Mal schaffen konntest. Und ich weiß auch gar nicht, wie das mit den Leben waren. Hat das Spiel nach jedem Level gespeichert? Ich habe ja dann irgendwann aufgehört mit Save States, ohne Save States zu arbeiten, weil ich ja dann mit Save States gespielt habe, so rum. Oh Gott, Leute. Ich habe noch nicht so viele lange Hacks gespielt, deswegen ist das alles so ein bisschen meh. Ich kann das ja... Ich meine, ich habe es bei Peach's Adventure gemacht, aber grundlegend kann ich das auch nicht so krass mit den anderen Hacks vergleichen, wenn die alle irgendwie nur so 6 Level hatten. Wenn wir das jetzt mal mit Peach's Adventure vergleichen, das geht ja, weil das, ne, hat ja parallel stattgefunden und so weiter. Dann muss ich sagen, dass ich Peach's Adventure besser finde. Es war innovativer, es hatte interessantere Level und so weiter. Von den Sprites her und so weiter, alles anders. Alles, ja, anders heißt nicht automatisch, dass es besser ist. Aber es war anders und besser. Auch wenn es da natürlich 1, 2 komische Stellen hatte. Und da hieß es, glaube ich, dass der Schwierigkeitsgrad normal sein sollte. Und es war stellenweise schon ziemlich hart, weil die Level auch so lang waren. Teilweise... Also, da ist Luigi's Stardust seinem Schwierigkeitsgrad etwas treuer, würde ich mal sagen. Auch wenn es aus den falschen Gründen ist. Weil ich denke, dass es auch schwere Hacks geben kann, die nicht so lang sind vom Level her. Also, ein Hack kann, denke ich mal, auch schwer sein, ohne dass die Level 8 Stunden gehen. Von daher, naja... Ich habe ja auch zwischendurch gesagt, dass es meiner Meinung nach der schlechteste Hack ist, aber dann wiederum hat mich Sikari auch teilweise genervt, weil da 3000 Gegner rumgelaufen sind und das war hier auch angenehmer. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ihr wisst ja, auf dieser Internetseite kann man nur 1 bis 5 Sterne geben. Ich würde dem, wenn ich könnte, eine 3,5 geben, aber Kommastellen gehen die ja nicht. Also 3 oder 4... eine 3. Ich habe gerade so diese... Ich muss gerade an diese Kanalisation denken und an diesen hässlichen Berg. Die Berglevel waren richtig nervig. Ja, ich gebe dem eine 3. Und hier auf meiner persönlichen Rangliste von 1 bis 10. Was habe ich gesagt? Eine 3? Ja, dann muss es ja hier eine 6 von 10 sein. Aber na, ich sag mal eine 5,5. Yo. Wenn ihr das Ganze anders seht oder genauso seht oder was weiß ich, je nachdem wie ihr wollt, ob ihr wollt, könnt ihr natürlich einfach wieder in die Videobeschreibung des ersten Levels... des ersten Parts gehen, also unter den ersten Part in die Videobeschreibung. Ich bin heute sehr gut beim Reden, ne? Merkt man das?
aufgedreht und durch den Wind irgendwie. Dort könnt ihr dann die Seite aufsuchen oder natürlich auch einfach über Google, ne, Luigi Stardust SMW Central eingeben und da eure Meinung, eure Bewertung abgeben, wenn ihr mit meiner nicht zufrieden seid. Oder wenn ihr denkt, ich hab den Hack vielleicht sogar besser bewertet, als man ihn bewerten sollte. Vielleicht denkt ihr ja sogar schlechter von diesem Hack. Ja, so oder so könnt ihr da gerne euren Zorn, euren Kummer, eure Trauer oder eure Freude niederlassen. Und ferner von dem, ich hab's ja schon gesagt, ne, schaut vielleicht auch im besten Fall andere Sachen. Also klar, solange es mir Spaß macht, werde ich natürlich weiter Mario spielen. Aber im besten Fall habt ihr vielleicht noch Interesse an anderen Sachen. Anti-Tomb Raiders, Anti-Spider-Mans, Anti-Metros, Survival-Horror im Allgemeinen. Dort mache ich ja auch aktuell ein neues Spiel. Wäre gut, sag ich mal. Ne? Wäre im Allgemeinen gut für den Kanal und es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr, wie gesagt, ihr könnt ja einen Euro da lassen, aber ihr könntet auch einfach meine Videos im Hintergrund laufen lassen. Einfach all die 4300 Videos oder wie viel das gerade sind, einfach aufmachen als Riesen-Playlist. Ne? Dann müsst ihr einfach bei mir auf den Kanal klicken und auf alle Videos wiedergeben klicken. Dann laufen die 5000 Videos durch. Und dann stellt ihr einfach auf 360p, macht den Sound aus. Ja, einfach so auf einem Tab auch offen lassen, als wäre das ein Livestream. Lasst die Dinge einfach durchlaufen und damit helft ihr dem Kanal auch sehr, sehr viel. Denn umso eine höhere Wiedergabezeit mein Kanal hat, umso öfter werde ich weiterempfohlen. Ja, also ihr habt alle möglichen Sachen. Viele, viele Sachen stehen euch zur Verfügung. Kostenlos oder kostenpflichtig. Je nachdem, ob ihr könnt, wollt oder nicht könnt, auch wenn ihr wollt. Vielleicht wollt ihr und könnt nicht. Vielleicht könnt ihr aber auch teilweise und wollt nur nicht. Oder ihr wollt 100%, aber könnt nur zu 20%. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, ihr habt sehr, sehr ein sehr, sehr facettenreiches Repertoire in eurer Tasche, mit dem ihr sehr viel anstellen könnt. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya. Hey, ich habe eben die Aufnahme beendet und habe gesehen, dass ich einen Abonnenten dazu bekommen hatte. Da dachte ich, ich kann das hier nochmal erwähnen. Es freut mich sehr. Ich habe jetzt offiziell 311. Aber man muss das vielleicht noch so als kleine Bitte. Also wenn ihr mich über mehrere Plattformen konsumiert, dann freut mich das. Aber ich habe mittlerweile herausgefunden, dass Handy-Abos doppelt zählen. Also wenn ihr mich, beziehungsweise, also wenn ihr mich über den PC abonniert habt und dann übers Handy schaut, dann zählt das Handy als Abo. Oder andersrum, wenn ihr mich übers Handy abonniert habt und dann mich über PC schaut, dann zählt das auch als Abo. Und das Problem ist, dass es in der Vergangenheit oft dann vorgekommen ist, dass ich von heute auf morgen wieder 5 Abonnenten verloren habe. Und es werden teilweise Bots gewesen sein wahrscheinlich. Und teilweise werden das auch Leute gewesen sein, die ja 2 verschiedene Geräte nutzen. Also wenn es irgendwie machbar ist, versucht es zu unterbinden. Ne? Wenn nicht, dann nicht falsch verstehen. Wenn ihr mich vielseitig observiert, mal so, dann ist das auch okay. Nur das Ding ist, dass ich freue mich immer, wenn die Zahl steigt oder generell, wenn ich Kommentare kriege und es ist dann immer so herzzerreißend, wenn ich dann auf einmal wieder Abonnenten verliere, ja. Ich weiß jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren, ich weiß generell, dass es nichts mit mir zu tun hat, weil ich ja nun mal gut bin und so, aber das ist so wirklich, wenn ich sehe, ich kann nicht anders. Ich werde dann immer traurig kurz, ja. Beziehungsweise, wenn ich Abonnenten kriege, glücklich natürlich. Das ist mal so, ich weiß, man darf sich, und ich glaube, dass ich da auch sehr, sehr stabil bin, dass ich mich nicht davon beeinflussen lasse, aber es ist trotzdem, es geht nicht an mir vorbei, ja. Also, wenn ihr mein Herz schonen wollt, dann versucht bitte, ein bestimmtes Gerät zu verwenden, die immer verschiedene PCs oder Handys, ja, aber das nur mal so. Ich weiß, da wird sich keiner dran halten. Und ich bitte, versteht mich nicht falsch, wenn ihr
Wenn mehrere Geräte dafür sorgen, dass ihr mich öfter schaut, dann macht's bitte weiter. Nur ich wollte das jetzt mal so sagen, dass das immer so ein emotionales, ein gefühlvolles Auf und Ab bei mir ist. Ich krieg immer Herzkasper, egal ob die Zahl steigt oder fällt. Ja, wollte ich nur mal so sagen. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank für den 301. Abonnent. Ich hoffe, dass genau das dann jetzt nicht passiert. Das ist mir auch schon öfter passiert, dass ich Videos kontrolliert habe, in denen ich eine Abozahl genannt habe. Und dann dachte ich mir so, du erzählst mir hier was von so und so vielen Zahlen. Mittlerweile habe ich schon wieder 5 verloren. Ja, solche Tage gab es auch. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht spontan passiert. Aber gut, ich rede zu viel. Ich muss aufhören. Jetzt aber wirklich. Bye, bye.